Naja, diese Idee, dass wir im Netz irgendwie alle gleich sind, die kommt ja auch daher, dass man früher davon ausgegangen ist, dass sich quasi der Körper oder die Identität auflöst, ne, im virtuellen Raum. Und das hat sich gezeigt, eigentlich schon von Anfang an, dass Menschen das auch gar nicht wollen. Also sie sind, ne, Netz und Realität vermischen sich und haben sich auch schon von Anfang an immer miteinander vermischt. Diese vermeintliche Trennung löst sich auf. Und in dem Sinne können wir diese Utopie, also die ja eigentlich eben die Utopie einer gerechteren Welt ist, in der eben niemand Gewalt ausgesetzt wird oder in dem niemand Hass erfährt, die wird, glaube ich, immer eine Utopie bleiben, weil Menschen nun mal so sind, wie sie sind und Gewalt auch eine Facette von Menschlichkeit, also vom Menschsein ist. Und gleichzeitig denke ich aber, dass wir eben genau an dieser Utopie arbeiten müssen, weil es natürlich so ist, dass wir das beeinflussen können, wie stark Gewalt ausgeübt wird und wie Menschen geholfen wird, die davon betroffen sind. Also, ne, ich denke eben oft, wenn wir sagen, ja, wir wollen Weltfrieden sozusagen, also das wäre ja das Pendant im realen Leben, dann ist das ein wunderbares Ideal, bei dem wir auch bleiben sollten. Und wir müssen eben schrittweise schauen, wie wir uns dem annähern können, im Netz und außerhalb des Netzes.